so im Frühling so. Wir wussten vorher eigentlich gar nicht, wie gut wir uns verstehen. Das haben wir erstmal die letzten Wochen jetzt wirklich gemerkt, weil es harmoniert in erschreckender Weise. Es ist einfach geil. Mega geil. Echt. 2007 gewinnt Mark Medlock die vierte DSDS-Staffel. Dieter Bohlen ist auch heute noch tief beeindruckt von seinem Bobbelschen. Also die Geschichte von Mark Medlock, die finde ich einfach toll. Wir sind eine lange Strecke, ich glaube 5 oder 6 Alben zusammengegangen. Wir haben unheimlich große Hits zusammen gehabt und so. Und die Zusammenarbeit war bisher für mich so das Tollste. Einer der Gewinner von DSDS, der sich auch länger gehalten hat.